Samstagmittag auf der Reeperbahn. Jana Wagenhuber, die Personalmanagerin der Striptease-Bar Pearls, ist heute etwas früher auf dem Weg zur Arbeit. Stößchen. Alter, sag mal, hier seid ihr. Geht's noch? Wisst ihr, dass der Laden offen ist? Ey, ihr sauft hier? Wisst ihr, was passiert ist? Der ganze Laden ist ausgeräumt worden, weil ihr hier saufen geht. Ihr habt die Tür nicht abgeschlossen. Tut uns leid. Ja, aber das hilft mir auch nicht. Danke. Also ich habe sie abgekauft. Ich habe ganz kurz Angst bekommen. Du schaust schon. Nach über 10 Jahren auf dem Kiez will Jana jetzt als Schauspielerin durchstarten. Ich habe mir immer gewünscht, als Schauspielerin arbeiten zu dürfen. Und ja, jetzt ist dieser Traum tatsächlich in Erfüllung gegangen. Es macht mich so glücklich. Die 45-Jährige übernimmt in der Serie Köln 50667 die Hauptrolle der Sandra Werl. Heute ist ihr letzter Arbeitstag. Sie räumt ihren Spind aus. Auf Weihnachten. Das steht irgendwann wieder vor der Tür. Die süße Hose. Wisst ihr noch, wie wir Weihnachten, unsere Weihnachtsmützen hatten? Ja. Nicht alle, aber ein paar. Die musst du aber behalten. Ja, ja, die nehme ich mit. Ja, die nehme ich mit. Für bis zu 6 Tänzerinnen war Jana hier zuständig. Eine von ihnen ist Mai. Hi. Hi. Jana. Die 21-jährige Abiturientin arbeitet seit einem Jahr im Pearls. Ich finde es aber ein bisschen traurig, weil wir natürlich alle eine gewisse Energie haben. Und wenn dann eine Person, die halt auch einfach eine spezielle Persönlichkeit hat und ist, nicht mehr da ist, macht es halt schon einen Unterschied, ne? Von dem Gesamtvibe her. Es ist einfach so. Aber man merkt halt einfach, dass was fehlt, so, wenn sie nicht da ist. Und ja. Auch für Stripperin Bibi ist Jana eine wichtige Bezugsperson. Wir hatten ganz viele tiefe Gespräche, also wo sie mich auch aufgebaut hat, weil ich halt selber so ein kleines Selbstbewusstseinproblem habe. Ja, ich würde sie ganz, ganz doll vermissen und für mich hat sie einen Platz in meinem Herzen und da kriegt sie auch keiner raus. Sie ist auch so wie, ja, wo ich so schon auch so ein bisschen Angst habe zu gehen und sie so zu lassen, ob dann auch jemand sie aufhängt, wenn sie traurig ist. Was viele Stripperinnen verbindet, sind Selbstzweifel. Permanent den Kommentaren der hauptsächlich männlichen Gäste ausgeliefert zu sein, macht etwas mit dem Selbstvertrauen der Frauen. Ich möchte so gerne, dass du weißt, wie schön du bist, weißt du, wie toll du bist. Und dass du, egal wer irgendwas irgendwie sagt, dass du das bitte, bitte in deinem Herzen trägst und weißt, wie toll du bist. Wollen wir mal gucken, was noch in meinem Schrank drin ist? Ja. Ach, nee, ja, also ich, ein Gürtel. Warte mal, also mal ohne Scheiß, ne? Aber braucht die jemand? Ich nicht. Ich nehm den. Okay. Guck mal bitte, oh, den habe ich ohne Scheiß schon seit 10 Jahren. Was? Warte mal, geht der noch? Krass. Der geht noch. Oh, ja, der ist auch nie benutzt. 10 Jahre lang sorgt Jana in der Striptease-Bar für einen reibungslosen Ablauf. Das braucht immer noch mal einen letzten Schliff. Worauf du auch achten musst, ist, ne, die Gäste, die setzen sich immer so hin oder so. Die sollen die Füße runter, ne? Die machen doch zu Hause auch nicht die Füße auf den Tisch. Sie führt zahlreiche Vorstellungsgespräche. Wie ist es denn für dich, überhaupt nachts zu arbeiten? Ich finde es schon anstrengend. Dann aber auch noch nachts quasi sportlich zu betätigen. Da kriegst du nämlich hier noch mal einen obendrauf. Arbeitet Stripperinnen ein. Du denkst dann halt einfach nur dran, dass du, ne, hier so dann deine Zuschauer so ein bisschen anlächelst, dass du, ne, so ein bisschen Kontakt da aufbaust, also die so mit einbeziehst quasi. Dass du auch ein bisschen mit denen spielst, ne, dass du sie anlächelst und versuch einfach selbstsicher zu sein. Und feilt mit ihnen an Choreografien. Kurz Schwung und lässt dich so runter. Und dann machst du die Beine einfach mal auf. Wow. Ja, und halt dich mal fest, hier muss Kraft in die Arme, nicht so labberig. Genau, pass auf die Knie auf. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Die Mädels im Pearls sind wie eine zweite Familie für Jana. Oh, oh, wir haben noch ein kleines Präsent. Oh nein. Damit du uns nicht vergisst. Oh Mann.
Wir Alter, das krass, das hab ich gar nicht gesehen. Ja. Das ist, oh nein. Oh. Nicht weinen. Oh Mann, oh. Danke schön. Da bin ich auch noch mit drauf. Ja. Wollen wir mal kuscheln? Oh Gott. Ui. Das Abschiedsgeschenk macht Jana deutlich, dass sie einen Lebensabschnitt auf Hamburgs weltberühmter Feiermeile, der Reeperbahn, hinter sich lässt. Ich habe immer gesagt, mich kriegt hier keiner raus. Ich stehe hier noch mit 70, mit 80. Aber jetzt, wo ich ja auch schon ein bisschen reingeschnuppert habe in mein neues Leben sozusagen, merke ich aber klar, das tut mir gut, dass ich tagsüber arbeite, nicht mehr nachts. Meinem Körper, mir tut es einfach viel besser. Ich sage jetzt dem Schicksal, okay, vielleicht hast du recht. Vielleicht muss man irgendwann gehen. Vor einigen Wochen geht Janas großer Traum in Erfüllung. Eine Fernsehproduktion wird auf sie aufmerksam. Nach einem Casting bekommt sie die Rolle und arbeitet von nun an als Schauspielerin. Heute gilt Janas Aufmerksamkeit aber nochmal der letzten Schicht im Pearls und ihren Mädels. Auf der Reeperbahn betritt gerade die neue Dienstälteste, die Striptease Bar Pearls. Die 29-jährige Fiona tanzt hier mittlerweile seit 5 Jahren. Ja, Schnecke. Oh, alles gut? Mein letzter Abend. Letzter Abend? Bist du traurig? Ja, natürlich. Oh. Du brauchst nicht mehr kommen. Ich mach das schon. Ich weiß. Wollen wir uns an die Bar setzen oder was? Auf der einen Seite habe ich ja diese absolute Freude und diesen Traum, den ich jetzt leben darf. Aber es ist halt damit verbunden, dass ich hier so Abschied nehmen muss. Ne? Das ist ja, aber du kannst ja auch nicht ewig hier sein. Doch. Nein, du wirst älter. Ach, jetzt hör auf. Ich hätte das hier aber ewig gemacht. Ja? Ja, hätte ich. Ach, Quatsch. Natürlich. Niemals. Ich würde das auch nicht ewig machen. Nach 5 Jahren kennt Fiona das Geschäft gut und übernimmt ab jetzt die Abendleitung der Bar. Vor und hinter den Kulissen muss die 29-Jährige für einen reibungslosen Ablauf sorgen und sich um die Stripperinnen kümmern. Die Aufgabe werde ich jetzt übernehmen, zwar auf meine Weise. Ja, du redest zwar immer so, aber ich meine, ich kenne dich ja sehr gut und ich weiß ganz genau, dass du auch einen ganz, ganz weichen Kern hast, auch wenn du das nicht zeigen magst. Du wirst die Mädchen auch in den Arm nehmen, das weiß ich, wenn sie weinen. Ab und zu vielleicht. Einfühlungsvermögen ist in ihrem Job wichtig. Guck mal, die Mädels tanzen, die Gäste sitzen in der ersten Reihe und die Mädels hören auf der Bühne, was die Gäste sagen. Aber ne, die Gäste machen sich darüber keine Gedanken. Natürlich sagen die nicht nur gute Sachen. Ja? Die sagen eben auch, ne, die stehen da im Bikini. Und dann wird irgendwas gesagt über die Figur oder, oh, guck mal, was weiß ich, die hat da Zellulite oder die hat dies oder die hat das. Und wenn die dann irgendwie kritisiert werden von Gästen, was sie dann natürlich hören, dann nagt das extrem an dem Selbstbewusstsein. Dann denken sie, oh, vielleicht sollte ich den Job doch nicht machen. Vielleicht bin ich doch nicht richtig hier. Und das ist schon, man bekommt es schon extrem mit bei einigen Mädels, die dann wirklich auch hinten in der Umkleide manchmal sitzen und weinen. Und die Mädels musst du halt dann als, ich sag mal, Ältere auch versuchen, immer ein bisschen hochzuputschen. Nachdem die Aufgaben definiert sind, steht Fionas neuer Position als Personalmanagerin nichts mehr im Wege. Und hiermit übergebe ich dir das Zepter von Pearls. Okay. Wunderschön. Viel Spaß damit. Danke. Bereits nächstes Wochenende hat Fiona ihre erste Schicht ohne Jana an ihrer Seite. What is love? Eine Woche später. Samstag, 10 Uhr in Hamburg, Blankenese. Jana Wagenhuber und ihre Mutter Karin sitzen gerade beim Frühstück.
Mom. Ja. Also so oft werden wir jetzt hier nicht mehr sitzen, ne? Nee, ich bin auch schon irgendwie, ist ein bisschen komisch. Ja, also ja. Das ist alles komisch. Man möchte das alles noch so genießen, aber man ist auch so schon, ja, so, ist schon so weg auch irgendwie hier, ne? Abschiedsmodus irgendwie, ne? Jana kehrt nach über 10 Jahren als Personalmanagerin in der Striptease-Bar Pearls dem Kiez den Rücken zu. Sie startet als Schauspielerin in Köln durch. Mutter Karin hat dabei gemischte Gefühle. Ja, es ist irgendwie für mich so wie ein Albtraum, eigentlich schon. Ne? Einerseits natürlich freue ich mich total für dich, es ist schön, aber es kam so plötzlich auch. Ne? Im Grunde genommen kann ich mir das noch gar nicht so richtig vorstellen, weil das alles so wahnsinnig schnell ging. Nicht, dass ich ja manchmal denke, irgendwie, das ist nur ein Traum. Ja. Nicht so ein guter Traum im Moment. Also irgendwie ist es doch ein komisches Gefühl. Und oh, ich bin noch ein bisschen neben der Spur, muss ich sagen. So. Arme Mama. Dass ihre Tochter den Job im Rotlichtviertel aufgibt, hat sich Karin immer gewünscht. Aber dass Jana gleich in eine andere Stadt zieht, ist für die Rentnerin ein Schock. Man hat sich so ein bisschen drauf eingestellt. Das Haus ist groß und ich dann nun eigentlich ziemlich alleine mit der ganzen Verantwortung. Eigentlich habe ich so gedacht, auch wenn Jana da ist, dann kann sie mir ein bisschen zur Seite stehen. Und wir haben eigentlich eine schöne Zeit hier gehabt. Ne? Es war eigentlich, war schon toll. Haben uns das hier schön eingerichtet. Haben uns den Hund geteilt. Ja, genau. Das wird jetzt für mich nämlich auch noch eine harte Geschichte, ne? Dass ich jetzt keinen mehr habe für den Hund. Auch wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, ja, wird schwierig. Naja, im Grunde genommen, wir waren uns hier eigentlich immer so eine ganz gute Stütze. Nicht? Der eine war immer für den anderen da. Ja, jetzt ist eigentlich gar keiner mehr da. Jana hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ihre Mutter schafft es nicht mehr, das Haus allein zu halten, da es zu groß und zu teuer ist. Die gelernte Arzthelferin Karin verkauft deshalb das Anwesen, in dem ihre Familie nun schon in 5. Generation lebt, und zieht in eine Wohnung. Ich werde natürlich so oft ich kann am Wochenende nach Hamburg kommen und Mama besuchen. Und in Mamas Wohnung bekomme ich ein Zimmer, ja, dass ich halt immer nach Hamburg kommen kann, Mama besuchen kann. Ne? Und dann werde ich, habe ich mein eigenes Zimmer bei Mama. Ja, so richtig Hunger hast du auch nicht, ne? Ich weiß auch nicht, ich auch nicht. Das ist eben, auch nicht, ne. Nee. Bereits übermorgen verlässt Jana ihre Heimatstadt für mehrere Wochen. Du vermisst den Hund noch mehr als mich, ich weiß es. Naja, sag es nein, ehrlich, sei ehrlich. Nein, Mom, aber ein Hund, der Unterschied ist, dass ein Mensch versteht, was los ist. Und ein Tier versteht halt nicht, was los ist. Und da bist du halt auf einmal weg und das tut mir halt dann auch so weh. Und ein Mensch weiß, warum, weshalb, weißt du? Ja. Bevor der Umzugswagen kommt, wollen Mutter und Tochter an diesem Wochenende noch ein letztes Mal zusammen feiern. Und zwar auf der Mega-Hochzeit von Jess und Krümel.